Core i3, Core i5 und Core i7 sind ja gängige Bezeichnungen für Intel-Prozessoren. Doch da kommt noch eine richtig lange Nummer hinter. Wie du erkennst, was für ein Prozessor du hast, zu welcher Generation er gehört und ob er irgendwas Spezielles sonst noch auf dem Schirm hat, das erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist René Steges, ich bin Gründer vom SAT-Service und ich selber setze seit Jahren eigentlich auf Intel-Prozessoren. Es liegt einfach daran, da ich mich irgendwann mal zu Intel, wenn man so will, bekannt hatte und AMD ja leider eine Zeit lang ja eigentlich in meinen Augen keine wirklich bedeutende Rolle gespielt hat, auch wenn es jetzt aktuell ein bisschen anders ausschaut. Bin ich aber trotzdem immer noch bei Intel und Intel ist nicht umsonst Marktführer. Und ich kenne halt auch das Problem, gerade weil ich auch Gebrauchtrechner verkaufe. Ich muss auf den ersten Blick erkennen können, was für ein Prozessor ist da drin, wie alt ist der Rechner. Und am einfachsten geht es einfach über die Prozessorbezeichnung. Nur, die sind bei Intel extrem kryptisch. Da habe ich dann Bezeichnungen wie Core i7 und dann kommt eine Zahl und kein Mensch weiß, was das bedeutet. Wirklich kein Mensch? Nun, es gibt eine Möglichkeit, die Prozessoren zu entschlüsseln und im Grunde genommen ist das sogar ganz einfach. Deswegen gucken wir uns einfach mal so eine Bezeichnung an. Und ich habe jetzt einfach mal aus der aktuellen 10. Generation eine Prozessorbezeichnung genommen. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind im Geschäft, gucken uns einen Computer an und er hat die Bezeichnung als Prozessor Intel Core i7 10310Y. Und jetzt ist es für mich vielleicht auch gerade beim Computerkauf interessant, zu welcher Generation gehört der Prozessor. So, jetzt müssen wir als erstes mal gucken, ich habe es auch schon farblich markiert. Und die Farben, die haben jeweils eine bestimmte Bedeutung. Die blaue Farbe steht für den Namen und der Serie. Kann man wie im Autobereich vergleichen. Da gibt es ja beispielsweise eine Automarke, nehmen wir mal meinetwegen Opel und als Grundmodell Opel Corsa. Da gibt es auch den eckigen, runden und sowas und da gibt es halt verschiedene, ich sag mal, Bezeichnungen. Erkennt man am Baujahr, welches Modell das genau ist. Im Grunde genommen haben wir mit Intel, das ist die Marke, und Core, das ist im Prinzip das Modell. Und dann gibt es noch eine genaue Modellnummer. Das ist das Grüne hier, was wir hier haben. Das wird halt von Intel direkt Brand Modifier genannt. Und das zeigt mir im Prinzip, welche Serie wir jetzt haben. Dann kann das, also bei Intel war es eigentlich immer recht einfach. Bei Core i3 hatte ich den Einstiegsprozessor. Der war halt gedacht für Büroanwendungen. Und sag mal so das Normale, was im Büro anfällt. Dafür war ein i3 immer sehr, sehr gut geeignet. Der i5. Das war der sogenannte Media-Prozessor und also Multimedia-Prozessor, nicht Media-Prozessor. Der war da schon ein bisschen leistungsfähiger und ist halt für die meisten Sachen, die zu Hause auffallen, komplett ausreichend. Ich selber nutze selber einen i5-Prozessor, man mag es nicht glauben, für mobilen Videoschnitt. Das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin und da mal ein Video schneiden möchte, dann mache ich das auf einen i5 und bin mit der Leistung zufrieden. Der kann natürlich nicht mit dem Prozessor mithalten, den meine Workstation hat, aber das ist eine ganz andere Liga, über die wir da sprechen. Aber so, um mal unterwegs die wichtigsten Arbeiten zu machen, reicht in der Regel der i5 komplett aus. Und der i7-Prozessor? Das ist denn der Prozessor, der halt sich an wirklich Benutzer wendet, die wirklich Leistung benötigen. Und da sprechen wir beispielsweise von Gamern oder halt auch Videoschnitt, auch wenn ich es auf einen i5 mache. Der i5 kann das, aber mit einem i7 hätte ich halt wesentlich mehr Leistung und könnte halt effektiver arbeiten. Das heißt, Intel Core i7 sagt mir im Grunde genommen, oder beziehungsweise Intel Core und dann die Zahl dahinter, sagt mir im Grunde genommen, bin ich jetzt auf einen Einstiegsprozessor, bin ich auf einen Mittelklasseprozessor oder bin ich auf einen, wenn man so will, High-End-Prozessor.
gelandet. Mittlerweile gibt es ja auch die i9 oder höher Serie von Intel und das sind halt dann nochmal Prozessoren, die dann nochmal spezieller, nochmal ein bisschen mehr Dampf haben, noch mehr optimiert sind. Aber in den meisten Fällen werde ich halt Core i3, i5 oder i7 finden. So, damit haben wir im Prinzip die Grundbezeichnung schon mal abgehandelt. Jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant. Denn diese Nummer hier, die ist ja erstmal ziemlich kryptisch. Und sind wir mal ganz ehrlich, mit so einer Nummer kann ich ja erstmal überhaupt nichts anfangen, wenn ich nicht den passenden Schlüssel dazu habe. Und den Schlüssel, den gucken wir uns jetzt nochmal genau an. Und zwar ist die erste Zahl, die hier kommt, das ist bei der aktuellen 10. Generation ganz einfach die 10. Gucke ich mir einen Prozessor der 2. Generation an, dann wird die erste Zahl eine 2 sein. Dritte Generation eine 3 und damit kann ich schon mal Rückschlüsse auf die Generation des Prozessors nehmen. Das heißt, gehe ich in ein Geschäft rein und hole mir einen nagelneuen Rechner und weiß, aha, Intel ist in der 10. Generation und die wollen mir einen Prozessor mit einer 9 vorneweg verkaufen, dann kann ich mir sicher sein, wird der Rechner wahrscheinlich schon ein Auslaufmodell sein. Bei einer 8-7 halt ist die Wahrscheinlichkeit noch immer umso höher, was das wirklich ein Auslaufmodell ist und der Laden eigentlich nur ein Ladenhüter loswerden möchte. Und dementsprechend ist die Information schon mal ganz, ganz wichtig, wenn man bis hierhin entschlüsseln kann, aha, welche Generation ist das hier eigentlich, die erarbeitet. Dann haben wir den roten Bereich. Das ist die genaue Modellnummer. Daran kann ich halt dann wirklich gucken, in dieser Produktserie, wie leistungsfähig der Prozessor ist. Im Grunde genommen kann man hier auch sagen, die Nummer, je höher die ist, desto leistungsfähiger ist er in der Familie. Das ist aber das, wo, ich sag mal, nur die wahren Freaks wirklich darauf achten, auf die Nummer. Ich gehe mal davon aus, was du dir da jetzt nicht unbedingt zuzählst. Vielleicht irre ich mich, dann schreibt es mir in die Kommentare, was ich das weiß. Dann kann ich vielleicht auch für euch passende Videos machen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die Nummer ist halt für die meisten zu vernachlässigen. Wenn ich mal Zeitschriftentests oder sowas sehe, dann sehe ich sowas und dann kann ich vielleicht auch einen Vergleich ziehen, was ich den richtigen Prozessor bekomme. Und dann gibt es noch hinten einen Zusatz. Den hab ich hier jetzt so ein bisschen schweinchenrosa gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch im Video so ein bisschen rüberkommt jetzt, weil durch diese Beleuchtung, die ich hier habe, muss ich sagen, könnte das auch weiß sein. Aber vielleicht ist es zu erkennen. Das ist im Prinzip dieses Y. Da gibt es noch andere Bezeichnungen zu, die gucken wir uns gleich an. Das ist der Produktlinienzusatz, beziehungsweise das sagt eigentlich nur die besonderen Eigenschaften der CPU aus. Und was das im Genauen sind, liste ich jetzt gleich mal auf. Da sind auch alte Bezeichnungen dabei. Ich bin jetzt, diese Bezeichnungen sind jetzt in der ganzen Core-i-Serie aufgetaucht. Das sind die, die ich kenne und was sie bedeuten, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wenn wir uns jetzt angucken, ist als erstes K Takt nicht gesperrt. Das heißt, das sind Prozessoren, die kann ich in der Regel übertacken, da ist keine Grenze drin. Für einen Gamer oder sowas könnte das interessant sein. F ist jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, das ist mit der 10. Generation dazu gekommen. Das sind Prozessoren, die keine Grafikkarte eingebaut haben. Es ist so, was die meisten Intel-Prozessoren haben, eine eingebaute Grafikkarte. Taucht ein F aus, ist diese Grafikkarte nicht vorhanden. Intel hat das deswegen gemacht, weil die meisten Gamer keine Grafikkarte im Prozessor benötigen. Die bauen eh eine andere Grafikkarte ein. Und das ist einfach nur ein Kostenfaktor, weil es gab dann wundersame Geschichten, was Prozessoren aus dem professionellen Umfeld, die Xeon-Prozessoren, günstiger waren wie die, sag mal, die Konsumentenprozessoren, die i7-Prozessoren, weil halt in den i7 noch die Grafikkarte drin war. Hiermit ist es halt ganz ein bisschen günstiger geworden und die meisten Gamer, die brauchen eh nicht die interne Grafikkarte, die in so einem Prozessor verbaut ist. T heißt einfach energieoptimiert. Das ist so optimiert, was, wenn ich so einen Prozessor verwende, hier auch nur energieoptimiert steht. Das I war schon zu kräftig dafür. Und das sind dann Prozessoren, die halt, ich sag mal, am Arbeitsplatz rechnen, die den ganzen Tag laufen und nicht so viel Strom fressen sollen, Notebooks oder sowas, machen da dann schon Sinn, was da vielleicht ein T hinter ist. S ist eine Sonderausgabe bzw. leistungsoptimiert. Es kommt darauf an, in welcher Familie ich da gerade bin, also in welcher Generation des Prozessors ich gerade bin. Leistungsoptimiert kann man sich im Grunde genommen merken, da ist, ich sag mal, Stromverbrauch Nebensache, Hauptsache Power. Bei H steht für Hochleistungsgrafik.
da sprechen wir halt auch, da ist eine Grafikkarte mit eingebaut und die ist ein bisschen leistungsfähiger wie die Standardgrafiken, also Grafikkarten, die da eingebaut sind. Ich kann da ein bisschen mehr mitmachen. Dann haben wir HK, Hochleistungsgrafik ohne Multiplikatorensperre. Will ich jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, weil um das wirklich zu erklären, was das hier jetzt wirklich bedeutet, da könnte ich ein eigenes Video zu machen. Falls es dich interessiert, Kommentare, kleiner Tipp, vielleicht ist es dann das nächste Video. Aber so, dann haben wir HQ, Hochleistungsgrafik mit 4 Kernen. Das heißt, da ist dann schon eine, ist der Prozessor auch schon wieder auf Leistung getrimmt, der halt auch ein bisschen mehr mitbringt wie die Standarden, also Standardprozessoren aus der Generation. U ist ein äußerst geringer Energieverbrauch. Dann sind wir wieder in dem Bereich Arbeitsplätze, die den ganzen Tag laufen, wo die Leistung, die Prozessorleistung nicht ganz so ausschlaggebend ist. Notebooks. Y, extrem geringer Energieverbrauch, ist ja halt auch wieder energieoptimiert. Und dann gibt es noch ein paar andere. Das ist M für Mobilsysteme. Das ist, meine ich, kam das irgendwie zweite, dritte Generation bei Mobilsystemen. Also das waren schon die ersten Prozessoren, da habe ich dann noch ein M drin gehabt, was später halt energieoptimiert war. Hier haben wir halt auch C, ist auch wieder ohne Multiplikatorsperre mit diesen Chipsatz, beziehungsweise nicht Chipsatz, hier mit diesen Socken, den LGA 1150. Der ist schon ein paar Jahre alt, da merkt man auch schon, dass das halt eher die ersten Generationen der Intel Core-Prozessoren betrifft. Und das gleiche ist auch R, wo halt ein Desktop-Prozessor in ein Notebook verbaut wurde. Da gab es dann halt die Bezeichnung R. Ist mir, glaube ich, nie vorgekommen. Ich habe das nur in Tabellen mal gesehen. So, dann gibt es noch MX für Extreme Edition, also etwas leistungsfähigere Prozessoren vom Mobilbereich. Für QM, 4-Kern-Prozessoren für Mobilsysteme. Das betrifft alles so die Einstiegs-, also die ersten i3, i5 und i7-Prozessoren. Weil 4-Kern-Prozessoren, mittlerweile ist es ja schon fast Standard, wenn man im besseren Mobilbereich unterwegs ist. Das war früher eine absolute Seltenheit. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ich wissen sollte, wenn ich so einen Prozessor entschlüsseln sollte. Ich hoffe mal, das war einigermaßen verständlich. Ich konnte leider nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das hätte jetzt wirklich den Rahmen gesprengt und die meisten wären jetzt auch ausgestiegen, weil das ziemlich technisch wird. Deswegen habe ich es gelassen. Falls es dich doch interessiert, hier, Kommentare. Hier unten hingehen, schreiben. Ich sehe das, ich beantworte das und vielleicht ist es auch eine Nutzerfrage für das nächste Nutzerfragen-Video. Würde mich freuen, wenn ich da deine Nutzerfrage dann beantworten darf. Darüber hinaus, wenn du wirklich professionelle Hilfe benötigst, vielleicht dir einen Rechner zusammenstellen willst und das nicht einfach mit der fachkompetenten Beratung der meisten Elektronikketten vergleichen möchtest, sondern wirklich einen Rechner haben möchtest, der auf dich zugeschnitten ist. Ich kann dir dabei helfen. Du kannst ihn direkt bei mir bekommen. Ich kann dir auch für einen kleinen Obolus eine vernünftige Bedarfsermittlung machen und dir einen passenden Internetlink zukommen lassen, damit du den Rechner selber kaufen kannst. Das Ganze können wir hier über die Telefonnummer bzw. über diese E-Mail klären. Gerne auch, wenn du einen neuen Rechner hast, der muss eingerichtet werden. Es gibt die Möglichkeit der Fernwartung. Das kann dann sehr gut sein, was wir persönlich dann miteinander sprechen. Oder wenn du vor Ort Hilfe benötigst, auch gerne anrufen. Meine Kollegen freuen sich schon drauf. Wir sind deutschlandweit verteilt und sind in der Lage, auch dir direkt vor Ort zu helfen. Sofern du es noch nicht gemacht hast, Daumen hoch, wenn dir das Video geholfen hat. Das freut mich immer sehr, wenn ich sehe, was meine Videos euch wirklich aufs nächste Level bringen. Und natürlich das Abo nicht vergessen. Aber ich vermute mal, das hast du eh schon gemacht, weil treue Zuschauer, die abonnieren gerne und die wollen ja auch Mitglied in unserer kleinen Familie sein und das Neueste nicht verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für deine Zeit und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!